Klimawandel, vor allem aber Leichtsinn mancher Menschen, sorgt dafür, dass Waldbrände auch in unserer Alpenrepublik leider keine Seltenheit mehr sind. Ob sich das mehr abspielen wird oder nicht, das denke ich mir, wird sicher mit der Klimaerwärmung zu tun haben. Wird aber auch was damit zu tun haben, dass man die Bevölkerung viel besser aufklären muss. Weil die meisten Waldbrände entstehen nicht durch natürliche Ursachen. Also das ist schon immer der Mensch, der halt dann doch die sprichwörtliche Zigarette, obwohl es nicht immer die Zigarette ist, sondern wo keine Zündtemperatur ist, gibt es keinen Brand. Und da ist der Mensch bei Waldbränden schon oft der Hauptschuldige. Also ein Blitzschlag oder eine vergessene Glasscherbe, immer glaube ich nicht an das. Also ich denke, man muss die Menschen mehr sensibilisieren, dass bei diesen Trockenheiten und trockenen Lagen, die es immer, wahrscheinlich immer mehr geben wird, darauf zu sensibilisieren, man hat im Wald einfach kein offenes Feuer zu machen. Dann haben wir wahrscheinlich auch weniger Waldbrände in unserer Region. Oder ich sage es einmal, zumindest für Vorarlberg bin ich mir da ziemlich sicher, weil wir also erstens wenig Föhrenwälder haben. Das ist, glaube ich, das große Problem in Niederösterreich. Wir haben da hier Fichten, Tannen, Wälder, da ist es nicht ganz so heiß, aber die Menschen sollen halt im Wald kein Feuer machen und keine Chicks wegwerfen und was weiß ich, was alles passiert. Das denke ich, ist der Hauptgrund. Welcher Aufwand mit einer achtlos weggeworfenen Zigarette entstehen kann, das zeigt diese Großübung im Raum Gschwand und Gmunden. Für Beobachter und Zuseher ist schon der Fuhrpark der Feuerwehren ein Bild, das sich einprägt. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil des Gesamtbildes. Denn bei einem Waldbrand, speziell im Gebirge, ist ein riesiges Heer ehrenamtlicher und hauptberuflicher Helfer gefordert. Hat man uns selber auch überrascht, ist gewaltig, was da aufgefahren wird und welches Aufgebot das halt da ist, vom Bundesheer über die Polizei und natürlich die Feuerwehr, was die große Waldbrandübung da halt durchzieht. Und wir als Bergrettung Gmunden-Dorf sind auch ein kleiner Teil dieser großen Übung. Wir sind ca. in der Ortsstelle Gmunden, 45 Mann, und teilen uns das sehr gut auf. Haben noch keine Frau dabei, kann natürlich jederzeit herzlich willkommen. Und haben so ca. um die 40 Einsätze pro Jahr. Die im Abwickeln vom Verletzten auf der Vorstraße, von einem Kreislauf, Zusammenbruch bis hin zu Stürze am Traunstein und bis zu Schwerstverletzte. Also Abschnitt Gmunden, der Bezirk Gmunden ist in zwei Abschnitte unterteilt, in den Abschnitt Gmunden und in den Abschnitt Bad Ischl. Heute befinden wir uns da in der Gemeinde Gschwand bzw. in der Stadtgemeinde Gmunden, wo es zum Abschnitt Gmunden dazugehört. Und wie vielen Feuerwehrfrauen und Männern reden wir da ungefähr in diesen Abschnitten? Also man rechnet so circa mit 30 Mann oder Frauen pro Feuerwehr und im Abschnitt Gmunden befinden sich 29 Feuerwehren, davon haben 27 freiwillige Feuerwehren und 2 Betriebsfeuerwehren. Wir sind 365 Tage, 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Solche Übungen gehören natürlich auch dazu, dass die Einsatztätigkeiten dann noch unfallfrei verlaufen, dass wir professionelle Einsätze abwickeln können. Die Kameradinnen und Kameraden nehmen sich Urlaub neben ihren Job, machen sie nur Ausbildung in der Feuerwehr und natürlich auch ehrenamtlich bei Einsätzen dann wieder dabei. Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Wir sind in der glücklichen Lage, einen guten Nachwuchs zu haben. Wir bauen auf unseren Nachwuchs. Der Nachwuchs ist so das sogenannte Fundament unseres Gebäudes. Wenn man heute ein solides Gebäude errichten will, dann braucht man ein ordentliches Fundament und dieses Fundament ist unsere Feuerwehrjugend. Und auf dieses Fundament bauen wir und wir sind überzeugt, dass wir ein sehr gutes Fundament geschaffen haben, auf das, was wir ein solides Gebäude, sprich die aktiven Feuerwehren, aufbauen können. Und wir sind da guter Hoffnung, dass wir da sehr viel Nachwuchs in den Aktivstand dann überstellen können. Das ist natürlich eine wichtige Situation, was wir da beüben. Waldbrand kann natürlich immer entstehen, überall. Und natürlich in der Übung lernt man natürlich auch viele Sachen. Das ist natürlich ein wichtiger Tag für alle. Vor allen Dingen, man lernt natürlich auch oder man bildet ein Netzwerk, wenn man hier schaut, welche Organisationen hier bei einem Waldbrand mitarbeiten, ist, glaube ich, das Netzwerk allein ist eine ganz wichtige Geschichte. So wichtig. Das gute Zusammenspiel von allen Organisationen, allein die Kommunikation, was wir miteinander haben, wie der Wische Polizei, wie der Wische Bundeswehr und Feuerwehr untereinander, natürlich eine große Sache.
Wir sind in der Gschwand, sind wir eigentlich eine starke Feuerwehr vom Bezirk Gmund. Wir sind so um die 140 Mitglieder, was wir haben. Wir haben 5 Fahrzeuge bei uns stehen. Spezialisiert sind wir, ja, wir sind eine gute Bewerbsfeuerwehr, wo wir viele Bewerbstätigkeiten haben. Aber natürlich unser Schwerpunkt ist auch vom Landesfeuerwehrkommando, haben wir einen Stützpunkt zum Thema Heuerwehr. Klar, ist natürlich für uns als Feuerwehr Gmunden ein sehr positives und lernt oder Ereignis, wo wir lernen daraus. Wir können da in der Einsatzleitung mitarbeiten, wir können mit unserem Personal verschiedene Tätigkeiten rund um die Arbeiten mit dem Waldbrand eben mit Hubschraubern üben und das ist für uns eine hervorragende Gelegenheit. Jetzt vielleicht ein bisschen was zur Feuerwehr Gmunden. Wie viele Kameraden, wie viele sind gerade für diesen Bereich hier ausgebildet? Ausgebildet, diese Grundausbildung, sagen wir, in der Waldbrandbekämpfung, das heißt, wo wir selbst zu Rande kommen, das schauen wir natürlich, dass die breite Masse unserer Mannschaft diesen Ausbildungsstand hat. Und wir bedienen uns eben bei solchen besonderen Szenarien dann der Spezialisten, die uns dort dann unterstützen. Wie viele oder wie viel Mann hoch die Feuerwehr Gmunden? Die Feuerwehr Gmunden ist eine Feuerwehr mit rund 80 aktiven Kameradinnen und Kameraden. Und genau. Wir schauen, dass wir mit diesem Personal die an uns gestellten Aufgaben bewältigen. Es ist ja jetzt ein Netzwerk an oder verschiedenen Einsatzorganisationen hier anwesend. Also allein die Feuerwehr kann so einen Waldbrand nicht alleine bekämpfen, ist natürlich eine Unterstützung aus der Luft notwendig. Und wenn es dann ganz ins extreme Gelände geht, ist natürlich auch die Unterstützung von der Bergrettung notwendig. Also nur ein Zusammenspiel mehrerer Organisationen macht es möglich, einen Waldbrand zu bekämpfen. Grundsätzlich Interesse ist bei unseren Leuten sehr groß. Es ist aber auch sehr wichtig, dass man übt miteinander, weil natürlich der Hubschrauber ein nicht ungefährliches Gerät ist und das immer wieder trainiert werden muss und immer wieder aufgefrischt werden muss. Die Sensibilisierung unserer Leute muss man einfach immer wieder wiederholen und darum findet auch immer jährlich diese Weiterbildung in Oberösterreich statt. Die oberösterreichischen Feuerwehrflughöfe üben im Rahmen eines Lehrganges der Feuerwehrschule die Waldbrandbekämpfung mit Hubschrauberunterstützung. Wir haben auch weitere Organisationen mit einbezogen, klarerweise das Kommando Luftunterstützung mit seinen Hubschraubern des Bundesheeres und das Bundesministerium für Inneres mit dem Polizeihubschrauber, dem Bezirksfeuerwehrkommando Gmunden, den örtlichen Feuerwehren Gmunden und Schwand sowie dem Flughafenstützpunkt Scharnstein und nicht zu vergessen unsere Kameraden von der Bergrettung. Ja, grundsätzlich ist einmal, dass wir die Flughelfer der Freiwilligen Feuerwehr und ich möchte hier noch einmal also meinen größten Dank an die aussprechen, die in ihrer Freizeit immer wieder für uns und für die ganze Bevölkerung zur Verfügung stehen. Ja, es ist eine Wiederauffrischung von Erlernten, Zusammenarbeit mit Hubschraubern. Wie weise ich die Hubschrauber ein? Wie gebe ich den Piloten die Anweisungen? Wie bereite ich Lasten vor, Personen, die mit Winden abzusetzen sind? Und das ist die Herausforderung heute. Vor allen Dingen ist es natürlich so, gerade in Österreich oder auch in unserer Gegend hier, ist ja nicht so, dass es gerade Autobahnen sind für die Hubschrauber, nehme ich an, sondern eher sehr schwieriges Gelände. Ja, also grundsätzlich ist Österreich das eines der schönsten Länder der Welt. Nachdem ich auch beruflich viel unterwegs bin, kann ich das mit Fug und Recht behaupten. Ja, aber wir kennen diese Gelände. Wir sind da bestens ausgebildet. Wir haben gute Fluggeräte und einfach sehr viel Erfahrung damit. Und auch unsere Feuerwehrleute wissen ganz genau, auf was es in den Bergen ankommt, vor allem die Oberösterreichischen. Ja, wir machen das Beste, was wir haben. Wir haben gutes Gerät, wir bekommen einen neuen Hubschrauber, auf den wir schon sehr gespannt sind und uns freuen darauf. Und wir sind gut aufgestellt und freuen uns auf einen erfolgreichen Tag. Wo sind die Geräte stationiert eigentlich? Naja, der Blacker kommt aus Langenlebern, der ist dort stationiert im Luftunterstützungsgeschwader, die Aloe 3, die ja ersetzt wird mit dem AW 169 in Eigen Menztal. Also eines unserer zuverlässigsten Geräte, die Aloe 3, aber ihr Laufzeitende steht bevor. Und die Bell 212 ist aus Hirsching. Und die Libelle von der Polizei, die kommt aus Linz-Hirsching. Geübt wird im Gebiet Gschwand und Gmunden unter dem Titel Flughelfer Weiterbildungslehrgang. Heute üben die Waldbrand- und Flughelferstützpunkte von Oberösterreich gemeinsam ihre jährliche Flughelfer-Weiterbildung. Und primär wird beübt das Waldbrandbekämpfen im hochalpinen Gelände. Weiterbildung mit insgesamt 4
Luftfahrzeugen, 3 Hubschrauber vom österreichischen Bundesheer und mit dabei auch das Bundesministerium für Inneres mit dem Polizeihubschrauber. Diese Ausbildung ist für unsere Flughelfer, aber genauso auch für die Hubschrauberbesatzungen in der Zusammenarbeit, in der Waldbrandbekämpfung mit Hubschrauberunterstützung ganz, ganz wichtig. Diese Weiterbildung wird einmal im Jahr durchgeführt. Zusätzlich, das ist nicht jährlich, aber alle paar Jahre, gibt es die Ausbildung für neue Flughelfer, den sogenannten Flughelferlehrgang, den Basislehrgang. Und als Voraussetzung dafür gilt der Waldbrandbekämpfungslehrgang mit Hubschrauberunterstützung, der auch alle paar Jahre durchgeführt wird. Wie wichtig gerade in Österreich, dem Land der Berge, eine Großübung wie diese im Bereich Gmunden ist, das zeigt sich immer wieder. Ja, wie man es immer in den Medien auch hört, kämpft auch die Feuerwehr mit der Klimaveränderung, mit immer heißeren, trockeneren Sommerbedingungen, wo wir wirklich Extremsituationen oft haben und eben damit verbunden immer mehr Waldbrände auch entstehen. In Oberösterreich ist es vorwiegend natürlich im inneren Salzkammergut, in der Bürnbrill-Region und dergleichen, wo wir wirklich höhere Berge haben, wo wir die Hubschrauberunterstützung auch tatsächlich benötigen, um wirklich Personal, Löschwasser und die Gerätschaften dorthin zu bringen, weil diese Gebiete oftmals mit Fahrzeugen der Feuerwehr nicht erreichbar sind. Und damit es dann im Einsatzfall und im Ernstfall auch gut abläuft, ist diese Weiterbildung, aber auch diese gute Ausbildung und ständige Schulung und Fortbildung unserer Feuerwehrleute und Flughelfer ganz, ganz was Wichtiges, dass auch dann im Ernstfall die Zusammenarbeit mit den Hubschraubern reibungslos funktioniert. Und wie ich es heute an dem Tag auch schon mehrmals erwähnt habe, für diese Einsätze, aber auch für diese Übung hier hat oberste Priorität der sichere Umgang mit den Luftfahrzeugen, mit den Hubschraubern, dass am Ende des Tages auch wieder alle heil vom Berg runterkommen und es keine Verletzungen gibt. Und das ist auch ein wesentlicher Teil für unsere Flughelfer, dass sie das verinnerlichen und hier auf die Sicherheit auch dementsprechend Acht geben. In diesem Bereich ist natürlich immer das stetige Wachstum drinnen, gerade im unzugänglichen Bereich, und der Bezirk Gmunden gehört ja da dazu. Bezirk Gmunden ist ja immer geprägt von Waldbränden, auch im heurigen Jahr haben wir schon 2 größere Waldbrände gehabt, einmal in Grünau und einmal in Ebensee. Nicht immer ist das Gelände, wo diese Brände ausbrechen, auch zugänglich, und darum ist es auch notwendig, diese Ausbildung, diese Fortbildung durchzuführen, dass man gerade die Waldbrandbekämpfung in unwegsamen Gelände mit Fluggeräten des Bundesheers bzw. der Polizei beübt und auch trainiert. Der Bezirk Gmunden ist ja nach dem Gebiet in Tirol eigentlich das zweitgefährdetste Gebiet, was Waldbrand betrifft. Und alleine im heurigen Jahr haben wir in unserem Bezirk schon 4 kleinere Waldbrände bekämpfen müssen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass unser Personal dementsprechend auch dafür oder für diese Ernstfälle geschult wird. Was ist der Grund, dass Gmunden hier so gefährdet ist? Grundsätzlich einmal von der Topografie, von den Unwettern natürlich, Blitzschläge und unter anderem aufgrund vom Tourismus, wo immer wieder passiert, dass achtlos weggeworfene Zigaretten dann Waldbrände verursachen oder Lagerfeuer, was dann in Gipfelbereiche gemacht werden, wo es dann immer wieder zu Waldbränden kommt. Also wir sehen es auch mit dem Klimawandel. Die Unwetter werden vielleicht nicht mehr, aber doch intensiver, und es beschränkt sich ja nicht nur auf den Waldbrand, wir haben auch dann die Hochwassereinsätze, wir haben Windbrüche, vor allem im Süden von Österreich, und halt auch die Lawinenabgänge. Ja. Und damit ist die Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen immens wichtig. Ja, wir haben leider immer wieder solche Spitzen, und die Vorausschau lässt ahnen, dass mit den Veränderungen auch die Vegetations- und Waldbrände mehr werden. Unsere Feuerwehren, unsere oberösterreichischen Feuerwehren sind darauf vorbereitet. Allerdings ist es so, dass wir nicht überall die Zugänglichkeit haben, nicht überall das Löschwasser zur Verfügung steht und daher auch diese Übungen mit Unterstützungen aus der Luft sehr wichtig sind.
Für Hubert Schaumberger, den langjährigen Leiter der Oberösterreichischen Landesfeuerwehrschule, ist dieser Flughelfer-Weiterbildungslehrgang der letzte Einsatz als Übungsleiter vor seiner anstehenden und sehr verdienten Pensionierung. Als erfahrenen Praktiker wird man ihn aber wohl noch sehr oft als Ideengeber für Lösungen an Bord holen. Das ist unbestritten. Vor allem war der Hubert Schaumberger ein Mann, der bei dem Ausbildung ganz oben gestanden ist. Nicht nur, weil er Schulleiter war, weil er ganz genau weiß, ohne Ausbildung gibt es keinen erfolgreichen Einsatz. Jetzt gibt es ja auch in deiner Familie Feuerwehrvergangenheit. In meiner Feuerwehr gibt es eine größere Vergangenheit. Mein Großvater war Feuerwehrkommandant. Mein Vater war Feuerwehrkommandant und Landesfeuerwehrinspektor 25 Jahre lang. Ich selber war lang bei unserer Feuerwehr als Einsatzleiter tätig. Durch den Beruf habe ich keine höhere. Also ich habe es bis zum Zugskommandant geschafft, aber höher wollte ich nicht, weil ich habe zu wenig Zeit gehabt mit der eigenen Firma. Kamerad Widerin hat, um bei dieser Großübung in Oberösterreich im Salzkammergut vor Ort zu sein, einen sehr weiten Anreiseweg hinter sich. Also ich komme aus Flachstanz, bin seit 51 Jahren Mitglied der Feuerwehr Flachstanz und war 33 Jahre lang Flugdienst, Stützpunktleiter, Ausbildnerin von Adelberg und habe Ausbildungsfilme für die Feuerwehr gedreht, unter anderem auch Flughelfer. Zwei Stück. Der Grund deines Besuches heute hier im Salzkammergut? Der Grund ist, dass ich mit dem Hubert Schaumberger sehr gut befreundet bin und jedes Jahr zum Flughelfer-Weiterbildungslehrgang eingeladen werde. Jedes Jahr schaffe ich nicht, in der Zwischenzeit bin ich im Ruhestand und mache einen Ausflug nach Oberösterreich und schaue mir das Ganze wieder einmal an. Und interessant sind für mich auch die Neuigkeiten, weil der Flugdienst bleibt nicht stehen. Sehr praxisnahe ist an diesem Übungstag im Bezirk Gmunden das Wetter. Und auch hier sieht man, wie flexibel die Einsatzkräfte in solchen Situationen agieren müssen. Ja, wir haben sehr wechselnde Sichtbedingungen, wie es eben, wie Sie richtig sagen, auch in der Praxis vorkommt, dass man dann handeln können muss. In dem Fall ändert sich ständig die Wolkenuntergrenze und die Zielgebiete können nur zeitweise angeflogen werden. Das heißt, wir brauchen ja auch eine gewisse Sicherheitshöhe, damit man mit dem Fixdauer oder beim Militär mit der Winde da sicher fliegen kann. Wenn jetzt die Wolkenuntergrenze plötzlich dann sinkt, und ich habe aber gerade, wenn am Seil, kann ich nicht relativ schnell flüchten. Und wenn das innerhalb von 20 Sekunden dann die Sichtverhältnisse nicht mehr erlauben, bin ich in einem Hochrisikobereich sonst drinnen. Ja, wir haben es heuer schon gehabt, den praktischen Fall, dass am Almsee ein Brand war auf der Ostseite. Und da haben wir nicht Sichtprobleme gehabt, aber dafür ist ein Gewitter gekommen. Wir waren mit zwei Hubschraubern im Einsatz und haben dann während dieser Löschphase mal für eine Stunde unterbrechen müssen, weil da ganz ein heftiges Gewitter runtergegangen ist. Dann haben wir den Auftrag fortgesetzt und gegen Ende haben wir dann endgültig abbrechen müssen, weil dann nach uns die Finsternis eingeholt hat und noch einmal ein großes Gewitter gekommen ist, das uns aber dann den restlichen Brand Gott sei Dank gelöscht hat. Damit zeigt der Flughelfer-Weiterbildungslehrgang 2022 einmal mehr, wie wichtig solche Übungen für die Menschen sind, die uns bei Katastrophen mit ihrem Einsatz helfen zur Seite stehen. Wir wiederum könnten Ihnen mit mehr Achtsamkeit beim Umgang mit Feuer sehr, sehr helfen. Sei es nur ein nicht angezündetes Lagerfeuer oder eine nicht weggeworfene Zigarette. Ein Riesenheer an ehrenamtlichen, hauptberuflichen Helfern sagt dafür Danke.